anfangs gleich feststellen, es ist in keinem Falle so, dass ein behinderter Hochleistungssportler im paralympischen Bereich weniger trainiert als ein olympischer. Das ist genau dasselbe Niveau. Auch vom Leistungsniveau her ist das absolut vergleichbar in der Spitze. Ja, ich fand jetzt, das letzte Trainingslager war an sich für mich schon sehr hart muskulär, weil wir waren praktisch eine Woche gerade mal zu Hause, weil davor hatten wir die Europameisterschaften und waren davor auch im Trainingslager noch, sodass wir insgesamt auch da 3 Wochen nicht da waren, eine Woche zu Hause. Blieb halt sehr wenig Zeit für Regeneration und Physio und das hat man dann im letzten Trainingslager schon sehr zu spüren bekommen. Also ich hatte dann ab der ersten Woche schon muskulär sehr hart zu kämpfen. Verena hat gut trainieren können in der letzten Zeit nach der EM und schwimmt jetzt diesen Wettkampf voll aus dem Training heraus. Und sie waren gestern mit den 100 Meter Brust im Vorlauf sehr zufrieden. Im Endlauf wäre sie gerne etwas schneller geschwommen und die 50 Rücken waren halt auch okay. Und gleich geht sie nochmal über 800 Freistil als Training an den Start. Und ich denke, da wird sie genauso ihr Grundlagenausdauerniveau zeigen, dass es verbessert ist, wie sie die anderen Strecken auch absolviert hat. Bei dem Rückenstart ist der Vorfall, dass der Start abgebrochen werden musste, weil eine Rückenstarthilfe ins Wasser gefallen ist. Und die Elena Kraftstoff war auch in diesem Lauf. Und sie müssen einfach dann Ruhe bewahren, kurz schauen, sich wieder neu fokussieren. Das sind alles Dinge, was der Sportler mitnimmt und wo er daraus lernt und nicht in Panik verfällt, wenn es dann wirklich bei einem Großereignis passiert. Am Anfang etwas aufregend wegen dem Fehlstart. Rücken ist jetzt nicht meine beste Schwimmart und ja, es war schon okay, das war ein bisschen zum Aufwärmen. Die trainieren genauso viel wie ein olympischer Sportler. Die Leistungen sind teilweise auch vergleichbar. Und wenn dann zum Beispiel Kollegen aus dem olympischen Bereich auf uns zukommen und sagen, Mensch, das muss ich meinen Sportlern zeigen, hier können die richtig was lernen, die machen uns ja total was vor. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Bevor ich MS bekam, war ich auf dem Weg nach Sydney. Und ich bin nun auf dem Weg zu den Paralympics. Und ich konnte feststellen, dass es einfach keinen Unterschied gibt zwischen den Sportlern paralympisch und nicht paralympisch. Sie arbeiten hart, sie denken positiv und sie glauben stets an sich selbst. Sie glauben daran, die Besten der Welt sein zu können und das ist genau das Gleiche wie bei den nicht behinderten Sportlern. Also, es ist einfach kein Unterschied. Elodie, Lorandi, you can go and now. Wir haben es und da bleibt die Zeit stehen bei 9:29:58 and we have a new world record.